Hier seht ihr ein Modell des Panzers A7V. Es ist nicht bekannt, wann dieser Modellbausatz gebaut wurde. Oben aus dem Panzer guckt ein kleiner Mann raus. Das ist der Fahrer des Kampfpanzers. Das Panzermodell ist handbemalt. Hier sieht man ein eisernes Kreuz, das Symbol der deutschen Armee. Und hier sieht man die Bewaffnung. Der Panzer hatte vorne eine Kanone und an der Seite Platz für Maschinengewehre. Das Modell ist leicht beschädigt, an der Seite liegen Teile der Ketten. Die drei ausgestellten Feldpostkarten zeigen Soldaten mit einem Geschütz, ein Brautpaar und Kaiser Wilhelm II. In Uniform. Je länger der Erste Weltkrieg dauerte, desto wichtiger wurden die Briefe und Feldpostkarten, die die Soldaten von den Familien bekamen. Auf den Feldpostkarten gab es verschiedene Abbildungen. Vor allem Abschiedsszenen waren beliebt, um Sehnsucht auszudrücken. Im Ersten Weltkrieg wurden täglich 8 Millionen Feldpostkarten zwischen der Front und dem Deutschen Reich versendet. Hallo, das ist eine Stehhandgranate. Ich erzähle euch, wie sie aufgebaut war. Auf der Sprengkapsel steht der Hinweis, vor Gebrauch Sprengkapsel einsetzen. Die Sprengkapsel und der Stiel mussten immer getrennt aufbewahrt werden, weil sie sonst beim Transport explodieren konnten. Stehhandgranaten wurden ab 1915 eingesetzt. Sie wog 543 Gramm und war 35 cm lang. Dies ist eine Nachbildung einer Stehhandgranate. Sie besteht aus Holz und Metall. Der Deckel am Ende vom Stiel wurde abgeschraubt. Darin war ein Seil, woran man zog. Bis zur Explosion dauerte es 5 Sekunden. In dieser Zeit musste die Granate auf das Ziel geworfen werden. Der Stahlhelm M16 wurde 1916 im Deutschen Reich eingeführt. Vorher gab es die Pickelhaube. Die Pickelhaube schützte die Soldaten im Ersten Weltkrieg nicht mehr ausreichend. Durch die Form des Stahlhelms sollten Geschosse und Splitter besser abgefangen werden. Der Stahlhelm bot einen Rundumschutz. Er hatte einen zusätzlichen Nacken- und Kopfschutz und einen Vorderschild für die Stirn. Er wurde 7,5 Millionen Mal hergestellt. Dieser Helm ist ein Bodenfund. Er lag lange unter der Erde und ist deshalb stark beschädigt. Sein Material löst sich langsam auf und rostet. Das Eiserne Kreuz ist ein Orden aus dem Deutschen Reich. Er wurde 5 Millionen Mal vergeben und von Soldaten an der Brusttasche getragen. Das Kreuz besteht aus Eisen, es ist schwarz und hat einen goldenen Rand oben. Das eiserne Kreuz wiegt etwa 17 Gramm und ist 4 cm groß. Es gab zwei Klassen des eisernen Kreuzes. Die erste Klasse wurde 218.000 Mal vergeben und die zweite Klasse wurde 5 Millionen Mal vergeben. Dieses Eschgeschirr wurde im Ersten Weltkrieg an der Front benutzt. Die Soldaten konnten sich damit selbst Essen zubereiten, wenn sie nicht kämpfen mussten. Das Besteck wurde im Essgeschirr aufbewahrt. Messer, Gabel und Löffel fehlen bei diesem Ausstellungsstück. Viele Armeen in Europa nutzen ein ähnliches Kochgeschirr. Auswahl an Nahrungsmitteln waren an der Front sehr eingeschränkt. Hauptnahrungsmittel waren Kohlsorten und Steckrüben. Die mangelnde Ernährung führte auch zu Krankheiten. Vorne ist ein Name eingeritzt, Kurt Weisel. Dies könnte der Besitzer gewesen sein. Dieses Gedenkblatt wurde der Familie von dem Soldaten Theodor Stein übergeben. Er war am 24. Juli 1917 im Ersten Weltkrieg gestorben. Der Name, das Todesdatum und der Truppenteil wurden auf das Gedenkblatt geschrieben. Oft bekamen die Familien diese Gedenkblätter erst Monate nach dem Tod ihrer Verwandten. Die Abbildung zeigt einen Soldaten, der auf dem Boden liegt und ein Engel, welcher ihm ein Eichenzweig auf die Brust legen will. Kaiser Wilhelm gab den Auftrag für das Gedenkblatt an den Künstler Emil Döbler. Im Ersten Weltkrieg starben 9 Millionen Soldaten durch den massenhaften Einsatz von Waffen. Dieses sinnlose Massensterben wurde als Heldentod verklärt. Im Ersten Weltkrieg wurde Kriegsspielzeug hergestellt für Kinder, um sie auf den Krieg und das Leben als Soldat vorzubereiten.
Der Mark IV war ein englischer Panzer und die Besatzung bestand aus 8 Soldaten. Es gab zwei Versionen von dem Mark IV, die hatten unterschiedliche Bewaffnungen. Der Panzer wurde unter einem Decknamen produziert namens Tank. Der Grabendolch wurde im Jahr 1915 eingeführt und von den deutschen Soldaten an dem Gürtel getragen. Um sich nicht zu verletzen, lag der Grabendolch in einer Scheide aus Stahl. Der Name Grabendolch bezieht sich auf den Kampf im Schützengraben. Für den Nahkampf waren die langen Gewehre nicht geeignet. Im Schützengraben hatten die Soldaten Angst, vom Gegner überfallen zu werden. Nicht jeder bekam einen Grabendolch. Sie bewaffneten sich auch mit Spaten und Keulen. Auf der Klinge des Grabendolchs ist der Name des Herstellers Gottlieb Hammesfahr eingraviert. Der Stahlhelm wurde zwischen 1914 bis 1915 von den französischen Soldaten getragen. Dieses Modell Sevilla wurde eingeführt, um die Soldaten vor Splittern von Granaten und Geschossen zu beschützen und um sie vor dem Tod zu bewahren. Er wurde insgesamt 700.000 Mal produziert. Der Helm wurde in 3 Größen hergestellt. Damit der Helm nicht herunterfällt, hatte er ein Baumwollseil zur Befestigung. Der Helm hatte früher eine grün-braune Farbe. Im Jahr 1918 vergab Kaiser Wilhelm II. Das Verwundetenabzeichen als Anerkennung an Soldaten. Das Verwundetenabzeichen zeigt einen Stahlhelm mit 2 Schwertern. Das Motiv ist umringt von einem Kranz aus Lorbeerblättern. Das Abzeichen gab es in 3 Stufen, schwarz, mattweiß und mattgelb. Das Ausstellungsstück in mattweiß sah aus wie Silber. Man wurde für 3 bis 4 Verwundungen verliehen. Wer mehr als 5-mal verwundet wurde, bekam die höchste Stufe in mattgelb. Dieser Stahlhelm wurde von den britischen Soldaten getragen. Er schützte den Kopf der Soldaten vor Splittern, vor Granaten und Geschossen. Das Tragen solcher großen und schweren Stahlhelme war lebensnotwendig. Der braune Anstrich ist an diesem Objekt nicht mehr zu erkennen, da der Helm nach dem Krieg lange Zeit im Boden vergraben war. Er wurde Brodie-Helm genannt, im Jahre 1915 eingeführt und 7 Millionen Mal hergestellt. Um den Kopf vor Erfrierungen zu schützen, gab es im Helm ein Innenfutter. Dieses fehlt hier. Der Erste Weltkrieg dauerte länger und wurde teurer als anfangs angenommen. Mit Spendenaktionen und Anleihen in der Bevölkerung versuchte das Deutsche Reich, an Geld und Rohstoffe zu kommen. Immer wieder gab es Aufrufe an die Bevölkerung, Gegenstände zu spenden. Wer dem Staat Sachen aus Gold gab, bekam als Anerkennung eine Ehrenmedaille oder Eisenschmuck wie diese Uhrenkette. Diese Uhrenkette aus Eisen stammt aus dem Jahr 1916. Sie besteht aus mehreren Kettengliedern und trägt die Inschrift Gold zur Wehr, Eisen zur Ehr. Auf der anderen Seite ist ein Reichsadler zu sehen. Solche Spenden waren zwar freiwillig, aber wer weiterhin seinen Goldschmuck trug, wurde von der Gesellschaft kritisiert, weil sie den Krieg nicht unterstützen würden. Das Buch Max und Moritz im Felde, eine lustige Soldatengeschichte, erschien im Jahr 1915. Die Figuren hat Wilhelm Busch schon im Jahr 1865 entwickelt. Im Ersten Weltkrieg wurden in vielen Ländern Kinderbücher und Märchen in einer Kriegsversion herausgebracht. Dadurch sollten Mütter und Kinder beeinflusst werden, den Krieg zu unterstützen. Ihre Abenteuer und Streiche lösen bei Kindern bis heute Faszination aus. Einige Szenen wurden als Comiczeichnungen dargestellt. In diesem Buch geht es um Max und Moritz, 2 freche Kinder, die sich zum Militärdienst freiwillig melden. Dort geraten sie jedoch in viele bedrohliche Situationen. Der Erste Weltkrieg wird im Kinderbuch als ein Abenteuer dargestellt, wo am Ende jeder wieder nach Hause kommt. Die Realität war leider anders. Dieser Aschenbecher wurde aus Granateien gefertigt und verziert. Die Soldaten haben die sogenannte Grabenkunst in den Gräben des Ersten Weltkrieges selbst entworfen. Der Aschenbecher sieht aus wie eine Vase, ist aber ein Aschenbecher. Nach dem Kriegsende 1918 haben die Soldaten solche Arbeiten als Erinnerungsstücke mit nach Hause genommen. Der Aschenbecher wurde aus einer Granathülse gefertigt, mit einer Rose verziert. Im Hintergrund sieht man Fahnen. Der Aufsatz ist herausnehmbar, um ihn besser säubern zu können. Die Granate wurde im November 1916 gefertigt. Dies erkennt man am Boden.